Hallo Leute, ich begrüße euch zu meinem Fazit. Ja, um welches Fazit geht es? Natürlich um den EPF 1 von ePowerFun.de. Ja, ich habe den jetzt seit dem 7. Ja, also das sind jetzt circa eine Woche. Also haben wir jetzt den 12. Ja, okay, sind 5 Tage. Keine Woche, aber 5 Tage. Ich bin dann auch 3 Tage auch ausgiebig gefahren, also jedes Mal bis Akku leer, ne? Also das sind dann so 3, 4 Akkuladungen gewesen. Ich bin schon weit über 60 Kilometer gefahren mit dem Roller. Das auch zu den aktuellen Temperaturen und Widrigkeiten, also nass, kalt. Und ja, was soll ich sagen? Wie in anderen Videos zuvor kann ich nur sagen, der Roller hat mich überzeugt. Weil ich bin ja nicht der normale Tester, ich bin ja der Extremtester. Und als Extremtester bin ich deswegen, weil ich zu der dieser aktuellen Jahreszeit teste, wo für den Roller natürlich nicht optimal ist, ja, weil sehr kalt, sehr feucht, sehr nass und ich wiege über 120 Kilo. Also ich wiege so um die 120, also eigentlich 120 plus. So kann man das eigentlich festlegen. Und das ist natürlich so eine ganz schöne Belastung für so einen Roller. Ne? So, jedenfalls hat er mich auf jeden Fall bewegt. Natürlich hat er nicht die Daten erreicht oder die Vorgaben des Herstellers erreicht, also die der Hersteller gibt mit Laufleistung und Wegstrecke und so weiter. Klar, weil ich viel zu schwer bin. Ja? Aber. Und ja, die Steigungsfähigkeit von dem Roller ist natürlich bei mir auch beschränkt. Ist ganz klar. Aber bis jetzt hat er mich überall hochgebracht. Und wo er mich jetzt hochgebracht hat, habe ich ein paar Kicks gegeben. Und natürlich beim ganz steilen Anstiegen, da hat er keine Chance. Da muss er aufgeben und da muss ich dann auch laufen. Ja? Aber das habe ich jetzt auch nicht von ihm erwartet. Er hat auf jeden Fall sein Ding gut gemacht und er macht sein Ding weiterhin noch gut. Ja, und ich werde jetzt auch als ihn weiterhin testen. Es wird auch nochmal ein Leichtgewicht ihn testen, weil ich habe meine Nichte, die wiegt so zwischen 50 und 60 Kilo. Ja, mal sehen, was er kann, wenn man nicht so ein schwerer draufsteht wie ich. Die wird dann auch mal testen. Die Daten werde ich euch dann auch geben und dann werden wir auch sehen, was reichweitenmäßig noch drin ist, ob das irgendwie am Hersteller rankommt, an den Aussagen vom Hersteller. So. Was kann ich euch noch sagen? Ja, jetzt gehen wir mal auf einzelne Fazite ein. Ich habe ja gesagt, ich mache mal so kurze Fazite dann und so von den Tests und so. Und jetzt so die erste Erfahrung. Ich habe euch ja vom Quietschen erzählt. Also das Quietschen, ich habe es lokalisiert. Ich habe es auch jetzt beseitigt. Das ist auch weg. Er fährt jetzt wieder genauso wie am ersten Tag. Also total lautlos. Das Quietschen kam eindeutig daher, weil ich habe natürlich nicht geschont. Wie gesagt, ich bin durch Regen gefahren, durch Matsch, durch Pfützen. Ihr habt ja gesehen auf den Videos, wie der aussah. Ne? Und da hatte ich natürlich Dreck verfangen in der hinteren Achse. Und dann in der hinteren Achse sind halt überall links und rechts sind so Abstandsringe, so goldene. Und die sind ungeschmiert. Ja? Und die sollen praktisch das Rad in der Achse mittig halten. Ja? Die sind ungeschmiert, die waren... Innen drin ist auch ein leichter Grat. Und natürlich, sowas fängt dann natürlich an, wenn es Feuchtigkeit kriegt und Dreck sich drin verfängt, an zu quietschen. Das ist ja ganz klar. Also, das ist jetzt, hat mir jetzt von der Verarbeitung und von dem Material nicht so gefallen. Ich glaube, so Kunststoffringe wären da besser gewesen, weil die viel genauer passen dann und definitiv Metall nicht auf Metall schleifen und quietschen kann. Also, das war nicht so, also das ist nicht so optimal gelöst vom Hersteller. Ich habe das Hinterrad halt ausgebaut, habe die innen drin ein bisschen entgradet, wo so ein stärkerer Grat drin war, was mir qualitätsmäßig nicht so gefallen hat, und habe dann halt die dann mit gefettet und geschmiert, und danach war wieder absolute Ruhe, wo ich es wieder zusammengebaut habe. War auch alles kein Problem, lässt sich auch leicht zerlegen. Also war überhaupt kein Problem. Ja, also, aber jetzt läuft er wieder schön leise, man hört nichts mehr, genau wie am ersten Tag, und ja. Das ist so der aktuelle Stand zu dem einen Mängel, der mich gestört hat unterwegs, also dass dieses Gequietsche, wo ich gedacht habe, es liegt an meinem Gewicht und es wären die Stoßdämpfer. Nein, war es nicht. So, der andere Nachteil ist, wenn man so ein hohes Gewicht hat wie ich, ist, dass das Fahrzeug natürlich federt. Ne? Dementsprechend, ja.
Und dann ist natürlich dann die Bodenfreiheit nicht mehr so gegeben. Also auch kleinste Bordsteine kann ich, setze ich sehr schnell auf, weil ich halt durch mein hohes Gewicht das Fahrzeug ziemlich weit runterdrücke. Das soll man auch bedenken. Ich weiß ja, wie es bei leichterem Gewicht ist. Das werden wir alles noch sehen, wenn meine Nichte drauf steht und rumfährt damit. Mit ihren 50 bis 60 Kilo. Genaue Gewichtsangabe von ihr kommen noch. Man fragt ja nicht immer jeden Tag eine Frau, wie viel sie wiegt. Also deswegen. Aber es kommen die Gewichtsangaben. So, dann noch einen anderen Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich habe euch erzählt von verschiedenen Gängen. Also ich wusste, ich habe halt gedacht, es gibt diesen Sportgang, ne, der da so aufleuchtet, und dann habe ich gedacht, es gibt auch noch normale andere Gänge. Nein, nein, die gibt es anscheinend nicht. Ja. Also nach meinem aktuellen Wissensstand gibt es nur diesen Sportgang und gibt auch nichts anderes. Meiner Meinung nach muss auch nicht sein, weil ich Billenroller nicht in verschiedenen Gängen betreiben. Also ich werde demnächst jetzt einen Roller kriegen, wo das so ist. Der hat dann, ich glaube, drei Fahrmodis. Ja. Werde das auch bestimmt testen, aber im Endeffekt fahre ich so einen Roller wahrscheinlich immer im Sportmodus, weil ich immer natürlich die maximale Leistung haben will. Aber gut, also jedenfalls bleiben wir jetzt mal beim EPF 1. Der hat nur einen Gang. Das ist dieser Sportmodus, der dann links oben rechts rot aufleuchtet, dieser S. Und ja, und das ist auch gut so. So sehe ich das. Ja. Also dann bis jetzt eigentlich kein Nachteil, außer der eine, dass ich das Hinterrad ausbauen musste, um es neu zu schmieren, zu fetten und hier und da ein bisschen ein Feintuning machen musste. Ja? Aber wie gesagt, das ist kein Problem. Wenn man sowas hat, so ein Technik, sage ich mal, Freak ist wie ich, dann schraubt man auch mal gern ein bisschen und verzeiht dem Hersteller auch das eine oder andere Qualitätsproblem. Ich meine, man muss es auch mal so sehen, so ein Ding, wenn man sowas macht als Hersteller, ist das auch immer was Neues, und ein Hersteller wächst eigentlich mit seinem Produkt. Ja? Und ich denke mal auch, dass der liebe Stefan, so heißt er, glaube ich, jetzt, habe ich, glaube ich, in Erinnerung, ich wusste letztens auf der Testfahrt nicht, sein Name ist mir nicht eingefallen, aber ich glaube, der heißt Stefan. Ich nenne ihn jetzt, ich duze ihn mal mit dem Vornamen, ich hoffe, er hat nichts dagegen. Der Stefan hat er schon ein gutes Produkt auf den Markt gebracht, und ich denke mal, dass der, so wie er sich in seinen Videos gegeben hat, dass er das immer weiterhin verbessern wird. Und das wird schon mal für die Zukunft sehr interessant für uns, weil ich denke, das ist ein guter Mann. Ein guter Mann, der ein gutes Produkt vertreiben will und zu seinem Produkt steht. So. Was kann ich jetzt wirklich als Mängel am Fahrzeug sagen? Also was mir aufgefallen ist, was eigentlich auch kein großer Mängel ist, ja, aber die Trittbettfolie hat sich bei mir vorne abgelöst, so leicht. Ja, diese Folierung obendrauf, diese Jungle-Folierung, was auch diese Anti-Rutsch-Folie ist, die hat sich so leicht vorne gelöst, leicht. Aber man konnte sie wieder festdrücken und festmachen. Es kann an den Temperaturen der Kühle liegen und der Kälte und der Nassfeuchtigkeit, ja, dass die Folie halt ziemlich frisch drauf ist und sich da so leicht durch. Kleber muss sich mit Wärme aktivieren. Ja, wenn der. Ja, und das kann schon passieren, dass er sich mal ablöst. Aber das ist wirklich kein Problem, weil das habe ich angedrückt, dann war das wieder gut. Ja? Und wenn ich das wirklich mal wieder leicht lösen würde, ein Troppe, irgendein Kleber unten drunter, und dann drückst du es an und dann ist das fest. Ja, also das ist nicht so ein großes Problem, deswegen sehe ich das. Aber es muss halt erwähnt werden. Sonst brauchen wir kein YouTube machen, wenn man nur die guten Seiten sagt und nicht auch mal auf kleine Mängel hinweist. Ja? So. Ja, was kann ich noch sagen? Ja, Quieten ist behoben. Trittbrettfolie habe ich gesagt. Tja, Sportgang habe ich auch korrigiert. Gibt ja nur den einen. Leichte Tester wird kommen. Wie gesagt, das ist ein leichter Tester, mit dem Roller fährt. Und nicht so ein Schwergewicht wie ich. Und dann mal auch sehen, was der Roller leisten kann, wenn jemand Leichteres draufsteht. Ja, zur Software kann ich nichts sagen. Hat bis jetzt immer funktioniert. Ab und zu habe ich mal keinen Connect gekriegt, keine Bluetooth-Verbindung. Habe mich dann ein bisschen geärgert, weil ich dann immer ein bisschen rumdrücken musste. Aber ich glaube, es liegt eher mal am Handy, weil wenn ich die Software mal richtig ausgemacht habe oder aus dem Handy entfernt habe, praktisch, also nicht gelöscht, sondern richtig im Hintergrund geschlossen habe und dann wieder neu geöffnet habe oder das Bluetooth mal ausgeschaltet, in den Flugzeugmodus reingegangen bin und wieder raus und habe mich dann wieder versucht zu connecten, hat es dann geklappt. Ja, also so ein paar Connector-Hänger gab es mal, aber das war jetzt nichts Großartiges. Ja. So, ja. Das ist halt mein Fazit so aktuell zum Roller. Ich habe bis jetzt noch keine größere Panne gehabt. Ich konnte mich immer drauf verlassen, bin überall rumgekommen.
Ich finde halt geil, wenn man ein Auto hinten drin hat und dann irgendwo hinfährt, in irgendeine Stadt irgendwo ist und dann aus dem Kofferraum holt, ja, und dann sich draufstellt und dann ab in die City, ja, und dahin fährt, wo man hin will und ja, sein Ding macht und dann wieder später zurückkommt und zu seinem Auto wiederkommt, das du irgendwo außerhalb geparkt hast oder auf dem Park and Ride oder wo es kostenlos ist, damit du nicht in der City parken musst. Und dann wieder das Ding einlädst und wieder nach Hause fährst. Also, ich finde die Dinge einfach nur geil. So. Das andere, was ich euch noch sagen kann, ist halt, ja, es kommt noch ein zweiter Roller. Diesmal habe ich auch wirklich darauf geachtet, dass das von der Leistung her ein Roller ist. Und ein Scooter, wie man sie nennt, E-Scooter, der halt wirklich aktuell einer der führenden laut Power vom Motor und Peak-Leistung vom Motor und Zuladung und Steigungsfähigkeit und Reichweite, ja, dementsprechend viel verspricht. Ich habe jetzt schon ein paar Videos gesehen von Kollegen, die diesen Roller getestet haben und ich bin, also YouTube-Kollegen, ich bin echt begeistert. Ich habe mir den jetzt bestellt und ich habe ja einen Vorteil vor diesen Kollegen. Ich habe das Gewicht, was sie nicht haben, ja, um den Roller wirklich an seine Grenzen zu bringen und mal gucken, wie weit seine Steigungsfähigkeit wirklich ist und von welchem Roller rede ich oder von welchem E-Scooter. Der nächste Test-Scooter, den ich hole und den ich für euch testen werde, als Schwergewichtstester, ne, ist der SoFlow Pro 04. Also SoFlow 04 Pro. So heißt er ja wirklich. Ja, den werde ich testen. Ah, 500 Watt Motor. Über 1000 Watt Peak Leistung, also und eine Hammer Steigungsfähigkeit und eine sagenhafte Reichweite. Ja. Mal sehen, ob er das wirklich bei mir als Schwergewichtstester wirklich halten kann, was er verspricht. Aber das in Zukunft. Euer Erklärauto. Macht's gut.